mich Mad Jack. Und wenn es in diesen Bergen irgendjemanden gibt, der die wahre Geschichte von James Adams kennt, bin ich es. Also schreibe ich sie auf, wie sie sich zugetragen hat, in der Hoffnung, dadurch alles richtigzustellen. Mein Freund Adams wurde eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hatte. Er floh in die Berge und ließ das Leben, so wie er es bis jetzt gekannt hatte, hinter sich. Nun ist diese Wildnis da draußen kein Ort für ein Greenhorn und seine Überlebenschancen waren ziemlich gering. Es dauerte gar nicht lange und er war total erschöpft und fast am Ende. Etwa um diese Zeit fand er ein Grizzlybärjunges, das ganz allein und hilflos war. Und Adams wusste, dass dieses kleine Geschöpf ohne seine Hilfe nicht überleben konnte. Er kletterte also die Felsen hinunter und riskierte sein eigenes Leben, um es zu retten. Der kleine Bär schloss sich ihm sofort an. Und dann merkte er, dass er wohl eine besondere Gabe im Umgang mit Tieren hatte. Sie kam zu ihm, als wäre er ein natürlicher Teil der Wildnis. Dieses Bärenjunge jedoch hing ganz besonders an ihm. Und als es heranwuchs, wurde es Adams bester Freund, den er jemals hatte. Beide zusammen wurden zu einer Legende. Hey,